Ah, ich fühle mich auch hier ziemlich wohl zwischen den schönen Erden. Schon. Oh. Das solltest du aber nicht reinbringen. Hallo ihr Lieben, da sind wir mal wieder. Heute bringen wir tatsächlich unseren zweiten Film, mal wieder einmal im Abarth. Ihr habt ja gesehen, mit dem hier waren wir auf dem Prüfstand. Der da sehr gute Dienste getan hatte. Ich habe jetzt keine genauen Angaben gegeben, aber die 112 PS, die haben wir erreicht und waren total begeistert. Und die Jungs haben auch einen super Job gemacht, von der Einstellerei und allem. Wir haben hier noch ein zweites Auto heute dabei. Das gehört auch zu unserer Kollektion. Wir haben noch zwei weitere weiße Abarths hinten. Aber das sind dann quasi die zwei dicken und die wollten wir euch so mal zeigen. Weil der hier ist ein bisschen älter und dass ihr auch so ein bisschen die Evolution dann seht zwischen einem Auto, was original 66er Baujahr ist und der hier muss so 69 ungefähr sein. Auch wenn die Autos sehr ähnlich aussehen, die hatten eine Entwicklung, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja, dann gehen wir jetzt mal rüber in die andere Halle zu den Dünnen, kommt mal mit. Also das hier ist auch ein 1000er TC ist das. Das ist unser ältestes Auto. Also, weil ihr seht, 63er Baujahr, der hat noch Selbstmördertüren. Überall haben sie da Löcher für Lightweight, selbst in die Bremshebel ist reingebohrt. Oder auch hier in den Türhebel, alles für Lightweight, ist alles so, ja, Arbeitsteil. Auch die Türen hier, ne, das ist ganz extrem dann halt, ne. Was natürlich auch was ganz Besonderes damals noch war, das hatten sie alle bis 1969. Das sind diese im Blech gedengelten kleinen Verbreiterungen. Diese dicken Backen, wie die anderen zwei Autos drüben haben, der blaue und der weiße, die waren erst homologiert ab Februar 1970. Also alles, was vorher bei Abarth vom Band lief, das war diese schmale Version. Also auch vorne die Aussätze, die waren wesentlich schmaler, wie ihr da so seht. Hinten natürlich auch. Hier haben wir noch eine Straßenversion von so einem kleinen Abarth. Ihr seht, bei dem schmalen Abarth ist natürlich auch noch die Blechhaube drauf. Auch die war genauso wie diese breiten Backen erst ab Februar 1970 homologiert. Was natürlich viele Abarths haben. Ihr seht da diesen Ölfilterstock, den separaten. Und das ist ein originales Abarth-Bauteil und ihr seht, das ist ein Auto Bianchi-Motor, weil hier halt der Ölfilter-Flansch, daran erkennt man das dann halt. Den Auto Bianchi-Motor, den gab es Abarth, gab es als HP 58, dann hat er 1000 Kubik und wie der Name schon sagt, 58 PS. Und dann ab 1976 gab es dann den HP 70, der hat 1036 Kubik und wie der Name auch da sagt, 70 PS. Aber na gut, Raketen. Unmenschliche Raketen. Gehen wie der Teufel. Da kannst du kommen mit deinem neuen brandnagelneuen GTI, hast du keinen Stich. Schwör's dir, Alter. Fast and the Furious war dann Ding. Ganz kurz nur, das sieht speckig aus. Was habe ich denn überhaupt schon da reingepackt? Kacke! War das sauber gemacht? Woher weißt du eigentlich so viel über die ganzen Abarth? Vor ein paar Jahren habe ich mal so ein Ding restauriert. Deswegen ja, muss ich mich damit mal beschäftigen. Die Sache ist die, was ich habe ja in den anderen Videos euch schon erzählt, was wo mit dem Mazda war oder mit den Formel 1 Autos war.
dass ihr immer gucken sollt mit Originalunterlagen. Da werdet ihr euch bei dem ABBA-Zeug sehr, sehr, sehr schwer tun. Warum? Ich weiß es nicht genau. Es gibt da eine gewisse Gruppe an Menschen, die da sehr viele Autos haben, besitzen und das alles auch dann mehr oder weniger für sich behalten. Und es sollen unheimlich viele Dokumente in den 70er Jahren, wie das bei ABBA zu Ende ging damals, weggekommen sein. Also ja, wie gesagt, das ist sehr, sehr kompliziert. Was man nicht vergessen darf, bei diesen Autos, wenn du sowas dein Eigen mal nennst oder mal sowas fahren oder besitzen möchtest und so weiter und so fort, das ist ähnlich wie AC Cobra oder Lotus Super 7. Es gibt viel, viel, viel mehr Nachbauten, als wir Originale jemals das Werk verlassen haben. Oder so ein Alpha GTA. Gibt es jetzt mehr Leute, die behaupten, sie haben Originalfahrzeuge, als wir jemals bei Auto Delta das Werk verlassen haben. Das ist leider so. Es gibt also so Autos um sehr viel Geld auch. Also deswegen ist da sehr viel Vorsicht immer geboten, wenn ihr solche Autos euch mal zulegen wollt. Worauf ihr bei der letzten Version auf jeden Fall erkennen könnt, nur um mal ganz klein darauf einzugehen, klar, die Motoren, diesen Radialmotor, hatte ich euch ja gesagt. Hier seht ihr, das ist der Radialmotor, auch der hat jetzt als Beispiel, der hat hier keine originale Lichtmaschine. Wir haben hier eine Auto Bianchi Lichtmaschine verbaut. Der Verteiler wurde auch umgebaut auf einen von Original von Bosch. Also er hat keine Kontakte mehr. Er hat eine Transistorzündung. Und hier seht ihr der 1000er TC. Der hat jetzt zum Beispiel auch der hier hat einen Auto Bianchi Motor. Erkennt ihr wieder da an dem Flansch an der Seite für den Ölfilter. Der hat auch, weil das Auto damals Rennen gefahren wurde, hat eine elektrische Wasserpumpe, was natürlich 1966 überhaupt nicht angesagt war. Bei einem Abarth erkennt man auch dran, der hat hier einen Stopfen drin. Bei den anderen geht, bei dem 1000er TC, geht da der Verteilerwelle rein. Der Abarth hat den hier separat im Steuerdeckel sitzen, den Verteiler. Wow, der Auspuff ist auch ganz besonders. Das ist mit konischen Rohren, also diese Rohre hier sind konisch leicht, was kaum zu erkennen ist. Macht so eine Auspuffanlage auch jetzt nicht gerade günstig. Ja, sehr, sehr gut. Und ja, Abarth ist ja dann weltbekannt geworden, weil sie eigentlich für fast jeden Automobilhersteller Sportauspuff gemacht haben. Und in den 60er, 70er Jahre kam ja, ich sag mal, da ging das mit diesem Tuning so ein bisschen was los. Die Leute wollten ja alle, wie es heute immer noch so ist, ein bisschen was Besonderes haben an ihrem Auto. Hier, dieses Blech ist auch eine Abarth-Sache. Und zwar, wenn die Autos original nicht als Radiale ausgeliefert wurden, saß dieser schwere Ölfilter hier drauf, wie man so sieht. Ne? Auf diesem Blech, was da extra eingenietet wurde zur Verstärkung, da sind noch Gewinde darunter. Und wenn man, dieser hatte auch mal einen radialen Motor verbaut, dann hast du hier die Ansaugbrücke und die Vergaser, dann ist dieser Ölfilter im Weg. So, dann baut man ihn da vorne hin, was auch original bei Abarth so der Fall war. Gut, man hätte den jetzt wieder zurückbauen können, aber wofür? Jetzt war er da unten einmal verbaut. Also der 1000er TC, der hat original den Filter hier sitzen. Ja, auch dieser Heckspoiler hier, das ist ein... Wie gesagt, der ist original, der ist, wie gesagt, so homologiert, hat hier wie so ein kleiner Gurney, also ist quasi so eine Art Vorgänger vom Porsche 911 RS Bützel. Da haben die Porsche-Jungs noch nicht dran gedacht, 1970, der RS und so, das kam erst, glaube ich, 73 oder so, oder 72. Die Motorhaube ist nicht nur offen, weil das halt besser, wesentlich besser die heiße Luft rauskommt, nee, auch... Wie mir erzählt wurde, hätten sie in Monza da Tests gefahren und auf der Geraden in Monza wäre das kleine Auto mit der offenen Spoilerheckklappe, ich glaube 7 km/h auf der langen Gerade besser gewesen, schneller gewesen und auch in den Kurven besser fahrbar und. Und natürlich zusätzlich kommt natürlich noch dazu, dass die heiße Luft vom Motorgetriebe allem drum dran besser entweichen kann. So, bei dem Blauen, ne? Seht ihr, da ist der wieder originale Benzintank, der ist halt nur schön silbern lackiert worden, original ist ja schwarz.
Und ihr seht, hier kommen die Federbeine, gehen hier in diese komplette Aufnahme da rein. Die Stoßdämpfer sitzen hier drin mit Unibargelenk. Und ja, wenn ihr da mal so ein Fiat gemacht habt, aber alles, was vor diesem TCR war, hat dann halt die Anlenkung, die Stoßdämpfer, alles im Radkasten sitzen. Wenn ihr hier mal reinguckt, kannst du es vielleicht sehen, dann ist da ist zwischen den Rädern, ja, und da hier oben ist halt neben dem Tank. Da ist gar nichts. So, das war ein kleiner Einblick auf unsere zwei kleinen Autos hier. Oder eigentlich mehrere Autos, wo wir haben. Jetzt kommen ein paar Clips von der Rennstrecke direkt. Und schaut es euch mal an. Ich hoffe, es gefällt euch.